Ein paar Kupferplatten holen. Gut. Fläschchen werden gemacht. Dann kann ich ja jetzt dieses Teil auf den Stein stellen. Hier, Kiste. Kohle. Ich brauche viele Öfen. Viele. Und ich brauche Bänder und Erzförderer, elektrische und uiuiui. Ja, zwei kann ich ja schon mal machen. Noch ein bisschen Kupfer. Dann nochmal 10 Fläschchen. Dann nochmal ein bisschen Eisen. Und ja, 4 Bänder. Ui. Dann schlage ich hier mal den Wald weg. Jo. Long Reach. Das ist von diesem Research Long Dingens Mod. Ja. Den werde ich dann später erforschen. Erst brauche ich diese Dinger. Untergrundbänder. Ja, Untergrundbänder, schnelle Greifarme und die Teiler. Ansonsten läuft hier nichts. Dann hole ich mir gleich den Stein. Wenn der Wald weg ist, dann setz mal die Anfänge für eine Eisenstraße. Ah, wie viel Stein? 32. Naja. Es ist ein Anfang. Oh, die nehme ich aber noch mit. Ich nehme noch einen Ofen hin. Und dann kann ich 10 Stück bauen. Weil ich die zwei hier nämlich ja auch dann wegreiß. So, wo fange ich an? Eigentlich müsste ich hier oben anfangen, falls ich dann eben so weit rausscrollen. Ja, hier oben anfangen. Aber hier ist mir zu viel Wald. Ich setze das erstmal hier hin. Und dann später, wenn ich genügend ja, Rohstoffe, Platz etc. habe, kommt das dann da weg. Also das hier kommt weg und der eigentliche Schmelzkrams kommt hier oben hin. Hier vielleicht Eisen, hier Kupfer oder umgekehrt. Ich weiß es noch nicht. Ach, Fläschchen da. Hier, zack. So, ich möchte ganz gerne 2 Straßen hier hochlaufen lassen. Eine für Kohle, eine für Eisenerz. Und hier die fertigen Platten. Und durch diese Strommasten brauche ich keine Lücke lassen. Hier hinten einen hinklatschen und sämtliche Greifarme werden versorgt. Ich brauche Unmengen an Greifarmen. Wo lasse ich denn das Eisen? Ich glaube hier. Hier kommt das Eisenerz an. So. Ich euch mal weg. Hier Kohle, hier Eisenerz. Und ich brauche Bänder. Oh, dann kann ich hier schon mal anfangen, die zu setzen. Und das kann ein Stück weiter hoch. Also hier. Hoffentlich stört es da nicht.
Die restlichen zwei Öfen. Und ja, einer fehlt noch. Na, Kupfer. Ich brauche Kupferplatten. Oh, 70. Schön. Reicht's? Ja. Einer hier, einer da. Könnte schon mal beginnen. Und dann brauche ich noch mal zwei Stück für Kohle. 23 und keine Kohle da. Dann halt so. Oh. Dann kann schon mal einer für die Kohle hier drauf. Na, crafte. Komm schon. Das setze ich dann auch zwei. Also einen in die Richtung, den anderen in die Richtung. Es kann noch eins rüber. So. Und jetzt brauche ich das Eisen für die Bänder. Es ist jetzt nicht so tragisch, dass die Platten nicht rausgelegt werden. Kommt ja noch, wenn ich dann mehr Eisen habe. Nein! Stimmt schon wieder nicht. Jetzt. Oh, wie weit, komisch. Ja, genau. Zwei Bänder fehlen noch. So. Wir sind schon mal alle versorgt. Ah, die Elektrotechnik. Weil dann kriege ich die blauen Montagemaschinen. Sind auch wichtig. Die bleiben ja eine sehr, sehr lange Zeit. Und dann hole ich noch mal ein bisschen Kupferplattenzeug. Und ich brauche Eisen für die Erzförderer. Na, das müsste eigentlich erstmal reichen. Die Kohle wird ja zum Glück nicht so extremst genommen. Von den Öfen. Und ich finde es auch gut, dass sie mit diesem Update mit 1.15 die Kohle ein bisschen wichtiger gemacht haben. Dass man jetzt Ölverarbeitung mit Kohle machen kann. Ich feiere das irgendwie. Kohle war vorher einfach nur da. Man konnte sie verheizen für Strom, aber man hat, ich denke mal, viele haben eher Solar gemacht, weil es halt irgendwie praktischer war. Und jetzt hat Kohle einen Sinn. Yay. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und jetzt craftet bitte diese Erzförderer. Danke. Davon brauche ich noch ein paar. Ich brauche auch noch ein paar Bänder. Damit ich hier noch mehr ansetzen kann, damit es endlich mal voll wird. Weil ich hier auf der Seite ja auch nochmal 10 Öfen setzen möchte, damit ich wirklich viel Eisen bekomme, weil ich auch jetzt schon viel Eisen brauche. Da ist er ja. Na. So.
Aber immerhin laufen schon mal ein paar mehr Öfen. So. Nochmal zwei und dann ein Haufen Greifarme. Ein paar Bänder habe ich ja noch. Ja. Die ganzen Eisenplatten hier mitnehmen und dann mal zu dem Stein runterlaufen. Vorher noch den Kollegen hier platzieren. So. Aber. Uiuiui. Ich habe mir's gedacht. Habe ja auch noch was vergessen. Ich brauche noch Rohre. Yeah. Stein für 10. 30 insgesamt. Nee, ich habe es doch nicht vergessen. Gut. Kann ich noch einen Heizkessel bauen? Ja. Brauche noch eine Dampfmaschine. Und was fehlt mir? Eisen. Natürlich, was denn sonst? Die Dampfmaschine. So. Das müsste jetzt ein bisschen besser laufen. Ja. Hat sich ein bisschen beruhigt. Und hier noch ein bisschen Holz wegkloppen. Für den anderen Heizkessel. Ich habe mir da für die neuen Heizkessel und neuen Dampfmaschinen was überlegt. Ich habe keine Ahnung, ob das das Beste ist. Die ultimative Lösung. Aber als ich da halt am Probieren war, hat es für mich funktioniert. Falls jemand eine bessere Lösung für das Setup hat, nicht das, das meine ich jetzt nicht, ich kann halt nur noch keine Tanks oder sowas bauen. Falls jemand eine bessere Lösung hat, dann bitte, bitte, bitte sagen. Weil das war die einzige Lösung, mit der ich halt dann wirklich zufrieden war. Weil es nicht einfach alles kollabiert ist und ja, explodiert und sonst was. Katastrophen, die man halt hat in Factorio, ne? Sagt's mir bitte. Es ist halt ziemlich früh die Ankündigung und Frage dafür, weil ich noch nicht mal Motoren und sonstiges kann, weil ich keine Grundflaschen habe und das noch ewig dauert. Aber ja, ich habe es schon mal erwähnt. Yay. Erwähnt. Na gut, das funktioniert. Jetzt brauche ich noch ein paar weitere Greifarme. Die gelben und die roten. Und dann nochmal zwei blaue. Sicherheitshalber. Ihr kommt daher und ich habe keine Bänder mehr. Aber ich habe ausnahmsweise mal Eisen dabei. Wahnsinn. Oh, die kommen hierher, damit auch mal die Eisenplatten rausgelegt werden können. Aber das reicht natürlich nicht. Wieso sollte es auch? Kupfer fehlt zur Abwechslung mal. Wahnsinn. Ach, das befeuerte Dings kann ja jetzt auch weg. Wird ja schon Kohle abgebaut. Oh. Ja, die Hälfte kommt hier rein. So ungefähr. Und der Rest kommt in den Steinförderer. Ah, wie sieht's aus? Naja. Ah ja. Ach, diese Bäume. Wow.
21 Steine seit dem letzten Mal abholen, weil die Kohle leer ist. Da hätte ich ja vorher in den Erzförderer reingucken können. Hat sich ja gelohnt. Aber ich habe alle Öfen, die ich brauche. So. 10 Stück. Ja. Diese Greifarme. Und die reichen bei weitem nicht. Noch ein paar zusätzliche. Ach, das Autosave, es dauert so lang. Da anscheinend ein bisschen zu dolle ausgetobt mit dem Editor. Keine Ahnung. Jetzt habe ich keine Bänder mehr. Dann klaue ich mir hier eben nochmal welche und setze die erstmal da drauf. Hey, toll. Jetzt fehlt noch eins. Hier, das ist zu viel. So. Okay. Hier fehlen noch Greifarme. Und ja, die zwei und die zwei. Die zwei und die zwei. Und jetzt nochmal zwei Stück, die gleich gecraftet werden. Danke. Und jetzt brauche ich die Bänder. Hier gleich mal gespeichert. Und noch mehr Bänder. Mehr Eisen, mehr Bänder. Gut. Soll ungefähr hier hochlaufen. Noch mehr Bänder. Ich freue mich, wenn die erste halbwegs professionelle Bänderstraße steht. Und dafür brauche ich zwei Montagemaschinen. Und ein paar mehr schnelle Greifarme. So. Sicherheitshalber bis da oben hin. Stört ja keinen. Weil der Strom so weit geht. Yay. Ich mag diese Dinger da. Na. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Strommasten. So. An der Energie liegt es nicht. Es sind einfach nur zu wenig. Das ist okay. Das kriege ich in den Griff. Und dann baue ich aber sicherheitshalber noch mal einen Heizkessel. Ein paar Bänder, bevor ich da runterlaufe und wieder keine habe. Und kein Eisen dabei. Und dann noch mal zwei Dampfmaschinen. Ja. Besser ist das. Ein paar Fläschchen, damit die Forschung nicht Ewigkeiten stillsteht. Ah, ist noch viel gelaufen am Anfang. Auch ein Stein. Aber das wird ja alles nach und nach wird's besser. Automatischer. Warum fehlt mir ein Ofen? Hä? Achso, ich habe ja hier Dampfkessel. Heizkessel. Gebaut. In Auftrag gegeben. Ungefähr hier. Und das ist dann für Kupfer. Die können wieder weg. Und hier runter. Jetzt brauche ich nochmal 75 Millionen von denen da.
Und die Dinger sind auch fertig. Ja, einer hier, einer da und einer hier. Den auf einen Stack, weil ich keine Ahnung habe, wie viele Bänder da jetzt gestapelt werden. So. Dann macht mir mal Bänder.